Und da sind wir auch schon wieder. Das Händezittern ist vorbei und die Nerven sind auch ein bisschen beruhigt. Und die Frau hat gerade noch eine Spinne entdeckt. Da hinten ist noch eine Spinne. Nicht, dass die uns gleich anfällt. Deswegen nehmen wir die mal eben noch mit. Kommt die da überhaupt runter? Jo. Dazu sogar noch eine Spinne, die man bekämpfen kann. Ja, ja. Kommt man hier eigentlich hoch? Wie wäre es erstmal, wenn du das da einsammelst? Ja, ich wollte mal gucken. Wo sind die denn eigentlich vorhin drauf rumgeklettert? Ach du Heiliger. Ach du Heiliger. Das ist ein Drachenkopf, ne? Ein kompletter Drache. Da hängt ein Drache von der Decke. Krasse Sache. Jetzt ist die Frage, wenn ich da jetzt hingehe. Das ist ja auch so rot wie dieser komische Käfer. Nicht, dass das Viech mich dann frisst. Oh Mann. Aber das ist doch nur eine Seele, oder nicht? Ich weiß es nicht. Untersuchen. Große Seele umarmt. Das ist wohl... Das hat sich jetzt gerade so... Boah, ich dachte schon. Das hat sich jetzt echt gefährlich angehört. Das war anscheinend auch eine von diesen vier Uralten. Ja. Aber warum ist der jetzt so ein lila Fleck? Das weiß ich nicht. Hier kannst du aber auch nichts mehr machen. Vielleicht sind das die Überreste der großen Seele oder sowas. Aha. Na gut. Kann ja sein. Hat sich auf jeden Fall dramatisch angehört. Ich glaube, ich laufe hier mal nicht so schnell. Wobei, eigentlich dürfte hier ja nicht mehr viel kommen. Oh. Da steht einer. Ist das eine Bibliothek? Weiß ich nicht. Sieht so aus, ne? Viele Bücher. Bitte nicht schon wieder Bibliothek. Mir hat die letzte im ersten Teil gereicht. Privatgemächer des Fürsten. Ach, dann wird das jetzt der Fürst sein, oder? Ob der böse mit uns ist, weil wir seine Liebste umgebracht haben? Hm. Hallo, Fürst. Hallo? Ja, der ist böse. Arschloch. Drecksack. Der war aber schon mächtig vergammelt. Das war halt ein Gammler. Was haben wir denn da? Lichtsteinschlüssel, Duftzweig. Oh. Finsterquarz. Was ist denn der Finster? Moment, Duft, ach falsch. Duftzweig wissen wir ja, was ist. Was war das andere? Finsterquarzstein und ein Schlüssel. Genau, dann gucken wir uns mal, nee, das ist falsch. Gucken wir uns mal eben den Schlüssel an. Ich glaube, der drittletzte ist das. Der, ja. Öffnet die Tür zum zur Lichtsteinbucht. Wir waren doch schon in der Lichtsteinbucht. Da kommen wir doch her. Das ist doch alles Lichtsteinbucht. Oder, ist das die Tür von oben, die zu war gerade? Ja, das kann natürlich sein. Ja, die Scheiße ist, wir kommen da nicht wieder zurück. Das heißt, wir müssen über die Lagerfeuer wieder da lang und zur Tür. Ja. Oh Mann. Ich dachte, wir könnten hier jetzt weg oder hier weitermachen. So, und das andere war der Ring, ne? Ja. Ist das der? Finsterquarzring erhöht Finsternisabwehr plus 1. Mhm. Ist natürlich nicht schlecht, falls wir mal Gegner haben, die Finsternis Schaden machen. Ja. Ja, sehr schön. Ansonsten ist hier noch irgendwas. Kisten gibt's hier nicht. Hm. Dann gucken wir erstmal weiter. Vielleicht finden wir ja noch ein Lagerfeuer, mit dem wir... Wobei, normalerweise müsste es doch hier noch irgendwo ein Lagerfeuer geben, wie bei... Was ist das? Da ist ein Feuer. Hä? Tatsächlich. Dann ist das bestimmt das Urfeuer. So wie beim ersten, ja. Du Fürsten. Ach, du Kacke. Ja, was für ein netter Kerl. Ach, warte mal. Guck mal, der hat keinen Kopf. Könnte das der die Rüstung von dem Typen sein? Ja. Ich glaube ja. Du weißt, was ich meine, ne? Ja, die Rüstung, die alleine spazieren geht. Naja, der Typ, der hat mir jetzt mehr Angst gemacht, als die Rüstung eigentlich Schaden verursacht hat. Ja. Also die war jetzt nicht so hart. Was haben wir denn? Oh, Wenger als Rüstung. Handschuhe und Stiefel. Dann haben wir das Set zusammen. Sollen wir, komm, wir ziehen das mal. Warte mal, erst machen wir Licht. Ja, aber die war doch so schwer, ne? Weiß ich. Ja, doch, ich glaube schon. Aber das lag auch, glaube ich, daran, dass wir hier diese Zwergensachen anhaben. Ein Urleuchtfeuer wurde erneut entzündet. Ja, habe ich mir doch beinahe gedacht. Ist das schön. Und es scheint hier auch so wie bei der Sünderin nicht weiterzugehen. Ja. Dann gucken wir mal eben nach den Rüstungsteilen. Gucken wir erstmal nach der Rüstung. Dann müsste ja jetzt immer Jula auf der Karte die nächste Flamme brennen, ne?
Können wir gleich mal gucken gehen. Oh krass, was haben wir denn da? Wir haben aber viele Verräger-Rüstungen. Ja. Und was ist das? Achso, Königsschwertkämpfer-Rüstung. Ja, die Rüstung ist schon mal leichter und besser. Ja, dann zieh doch mal an. Zieht mir die mal an. Wow. Krass. Schick. Was ist mit den Handschuhen? Vengals Handschuhe, die bringen nicht so viel. Haben wir sonst noch irgendwie bessere Handschuhe? Nö. Ziehen wir trotzdem mal an, einfach mal gucken, wie das ganze Set aussieht. Ja. Wow. Wieso haben wir eigentlich so wenig Belastung? Weil du die nicht weiter geskillt hast. Und warum haben wir dann den komischen Hut auf? Weil der Hut leichter war wie der Helm. Ja gut, aber wir könnten auch alle, bis 79% können wir doch. Ja, dann. Wir sind gerade mal bei 59%. Ich verstehe es nicht mehr. Das war jetzt besser, ne? Warte mal, wir gucken nochmal, ob noch einen besseren Hut. Der wäre noch besser gewesen, aber das sieht richtig kacke aus. Ja, aber den werde ich wahrscheinlich anziehen. Ja, zieh mal einmal das komplette Set an und dann mal gucken. Hast du jetzt alles an? Jetzt habe ich alles an. Sieht gut aus. Sieht wirklich gut aus. Ach komm, das lassen wir jetzt an, oder? Ja. Vielleicht finden wir im Laufe des Spiels ja noch ein besseres. Ich würde sagen, wir werden jetzt aber erstmal hier am Feuer uns hinsetzen und die Seelen ausgeben. Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sogar sagen, machen wir es so, dass wir da jetzt bis 14 hochskillen, bis 12 hochskillen. Ja. Und dann für den zweiten Zauber die Skeptiker-Gewürz benutzen. Ja. Was hältst du davon? Ja, das hört sich nach einem Plan an. The soul and the curse are one and the same. Your soul has grown stronger still. I only hope it brings you what you wish. Wir sind wieder stärker geworden. Ah. Verstärken können wir nicht, ne? Ne, haben keinen. Hätte ja sein können. So, was haben wir denn jetzt? Wir wollten auf jeden Fall... Wille. Wo ist denn da ganz unten? Auf 12, ne? Ja. So, dann haben wir das soweit schon mal fertig. Und dann würde ich sagen... Haben wir noch irgendwelche Waffen, die wir noch nehmen wollten, wenn um uns stärker... Ne, eigentlich nicht, ne? Nee. Belastungstechnisch brauchen wir im Moment auch nichts machen. Wie wär's mit Vitalität ein bisschen hoch? Machen wir auch auf 19, so wie Ausdauer oder Konstitution halt. Ja. Sehr schön. Ach, vielleicht war das auch doof. Moment, ich muss mal eben gucken, was wir an Steinen haben. Das sind die Titanitbrocken, davon brauchen wir mehr, um das Schwert weiter abzugraden. Ja. Und ansonsten das andere Zeug. Wir haben so viele Steine. Ich bin da schon, das ist der Drachenknochen. Das ist der Blitzstein. Erfüllt Ausrüstung mit Blitz. Erfüllt die Ausrüstung mit Finsternis. Mit Blutungseffekten. Krude Waffe. Magische Waffe. Irdische Waffe. Und Pyromantenflamme. Das wäre übrigens auch noch was. Die Pyromantieflamme. Die Pyromantie kannst du nämlich nutzen, ohne irgendwie Intelligenz oder Wille zu haben. Aha. Warte mal. Ging das nicht da oben bei der? Ich muss sowieso noch der Pyromantie, weiß ich gar nicht, oder war das... Nee, die andere, schnell da deine im Tunnel war, Wunder, ne? Und das Licht brennt da. In dieser Säule, die... Die war wunderlich, ja. Die war wunderlich und die da oben war... Die ist Pyromantie, das ist ja die... Ja. Haben wir die eigentlich beim letzten Mal schon besucht? Ja. Ja? Ja? Ja. Na gut. Ja, ah, stimmt. Ich erinnere mich, die so hässlich, wie die war. I'm glad to see you're well. Hä? Kannst du ja neue Klamotten geben. Nee. Hast du so viel von den anderen? Ich bin aber geizig. Oh, guck mal, können wir sogar verbessern. Dann machen wir das so einfach mal, wa? Ja. Weil sonst brauchen wir die Dinger ja eh nicht, diese Feuersamen. Haben wir die schon mal um 2 verbessert. I'm always here. So come and see me when you're in town. Ja, auf jeden Fall. Wo könnte denn dieser komische Fritze sein, wo wir die Skeptiker-Gewürze benutzen können? Da fragst du mich jetzt was. Ob das, Moment, beim Schmied erstmal wieder Pfeile kaufen?
I knew you. Ich werde jetzt einfach mal alle durchgehen und gucken, ob die irgendwie... Verstehst du? Mhm. So, du gibst mir mal 140, 44 Pfeile, dann haben wir wieder 99, ein guter Schnitt. I'll be around. Und dann... Ob das die Katze macht? Weiß ich nicht. Einfach mal gucken gehen. Ja, in die Villa wollte ich ja sowieso noch eben gucken, wegen dem zweiten Feuer, ob dann ein zweites wieder brennt. Ein drittes meine ich ja. Weil wenn dem so ist, dann sind das wirklich die Urleuchtfeuer. Oh. Ja, das kennen wir schon. Wie gesagt, immer dasselbe. Wir riechen komisch. Sprechen. Ne, das sind nur Eide. Gegenstand kaufen bringt uns nichts. Nothing suited you, I presume. Nee, ich möchte gerade nicht. Well, that's dis- ja, ja. Ja, dann lass uns doch mal kicken. Sitzt hier vielleicht jetzt mittlerweile einer? Wobei, wir müssen auch noch diesen Hugo oder so, der da vor, mit seinem großen Schwert vor der Statue saß und nicht weiterkam, den haben wir gar nicht mehr getroffen, ne? Nö. Weil der hat ja gesagt, vielleicht kreuzen sich ohne Weg. Wo ist er hin? Da ging's von nirgendwo weiter. Ich weiß es nicht. Irgendwo wird er wohl gelandet sein, aber... Na guck, drei jo. Flammen. Ach guck mal, wer ist denn das? Hatten wir den hier schon mal stehen? Ja, der stand beim letzten Mal schon mal da. Das war doch der, der von den Karten so besessen ist. Krass, wie viele Wege wir da jetzt schon gegangen sind. Mhm. Weißt du, was ich gerade vermute, wenn ich die so... wenn ich so die Anordnung der Feuer sehe, ne? Mhm. Wenn jetzt oben rechts und oben links noch ein Feuer hinkommt, dann ergibt das bestimmt später irgendein Pentagramm. Das könnte möglich sein. Und dadurch öffnet sich doch dann bestimmt irgendwas, wenn das so ist. Dann müssten das fünf Feuer sein. Ja. Einmal das hier aus Majula. Mhm. Zwei, und wir haben ja jetzt schon zwei von den vieren getötet. Mhm. Das heißt, es sind, müssten dann ja theoretisch fünf Feuer sein. Sprechen wir erstmal. Even more flames have appeared. I don't know what causes it. Ja, wir stecken dahinter. But there is something greatly comforting about that flame. It seems to fulfill something very precious, deep within the soul. Something essential. I would not venture far into that hole. It was blocked by a wall, something built long ago. But it was crumbling, and I finished the job. Now a foul sound echoes within. Uh-huh. Did you see the flame on the map? It wasn't there when I came here before. I don't know what explains it. Kommt mir das nur so vor, oder hatten wir das Gespräch schon dasselbe? Beim letzten Mal. Sowas ich weiß es nicht. Ja. But there is something greatly... Das kennen wir aber schon. Something... Na gut, dann macht der anscheinend auch nichts. Ich will das Einzige, was er jetzt noch neu erzählt hatte, war das mit der Mauer und dem Loch. Die Mauer im Loch, ne? Oder sowas hat er gesagt. So, wir haben jetzt noch zwei Möglichkeiten wegen dem Skeptiker-Gewürz. Obwohl drei. Was sagst du? Oh, hello again. I hope you find something of use. Gegenstand kaufen, sprechen, verlassen. Well, I do hope I see you again. Hm? Kaufen wollen wir da nichts. Wir wollen irgendwie das Skeptiker-Gewürz benutzen. Hm. Jetzt hätten wir noch die Tante und den Typen da oben am Stein. I knew you'd be back. Lowly times these are. Ich versuch's trotzdem mal kurz da hinten, weil wenn das die Wundertante ist, vielleicht kann man das ja bei der dann doch eintauschen. Ja. Vielleicht hat man ja jetzt die Option, wo man das... Obwohl, ich weiß gar nicht, hatten wir schon Skeptiker-Gewürz, bevor wir das letzte Mal mit der gequatscht haben? Mhm. Ja? Mhm. Ich glaube ja. Just speak up if you're in need of miracles. That's why I'm here, after all. Miracles have been passed down through us since the... Isn't it extraordinary? And now... Das hatten wir alles schon. No need for miracles. Ja, dann bleibt uns wirklich nur noch der Kerl im Monument. Oder wir müssen ganz zurück zu diesen alten Tanten.
Weil da weiß ich definitiv, da kann man dieses Seelengefäß benutzen, um sich nochmal neu umzuskillen. Aha. Weil das da stand ja auch bei. Vielleicht ist bei den Tanten auch das mit dem Skeptiker gehört. Natürlich auch. Da können wir uns aber gleich eben hinporten. Wir müssen ja jetzt gleich eh sowieso nochmal kurz zurück in das andere Gebiet. Da renne ich dann aber durch bis zu der Tür. Mhm. So, gucken wir mal eben. Tatsächlich, 29 Tode. Ja. Unser Death Counter stimmt. Wir sind gut dabei. Ja. Aha. Was? Was der Rang erhalten? I will always be here, watching over you. Ach was? Blutbissring. Ach was, hör auf. Wieso? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Wieso sind wir dem Eid treu ergeben? Wir haben noch nichts gemacht. Nee, aber wir haben wahrscheinlich durch die ganze Kämpferei und so. Oder weil wir den Eid nicht widerrufen haben, sondern die ganze Zeit den Eid behalten haben. Das könnte sein. Do you see the way beyond the bonfire? That was so, okay, you, das mit dem Wald kennen wir ja schon. Der erzählt also immer nur noch dasselbe. Was ist denn der Blutbissring? Wahrscheinlich so ein Ring, der uns vor Blutungsresistenz gibt oder sowas. Ja. Gehe ich mal stark von Genau, da ist der Giftbissring und der Blutbissring. Ja. Den Giftbissring werde ich gleich auch erstmal ausrüsten. Weil... Wir hatten uns nämlich vorgenommen, dass wir heute nochmal dieses Hündchen versuchen anzugehen, was uns beim letzten Mal so weggesnackt hat. Aber so richtig weggeschnabuliert. So, wir gehen dazwischen. Eben kurz mit den Tanten sprechen, ob die das auch machen. Ja, was war denn dann? Da war doch jetzt gerade was am Feuer von wegen Zaubereinstimmung. Ja, ja, das könnten wir ja gleich machen. Wir könnten sowieso nur einen Zauber mitnehmen. Ja. Dazwischen. So, dann gucken wir mal. Die redet nicht mit dir. Ja, die hat ja viel zu melden. Still determined as ever, I see. Do you wish to start all over again? Nein. Nö. Aber wir können nochmal sprechen. Obwohl, nee. No, of course not. Now go along then. Okay. Bei dir ist das nicht, bei dir vielleicht? Okay, bei dir? Hallo? The old women are sisters. I am told there was so, long ago, but now. Ja, scheiße. Wie benutzt man das jetzt? Ich raff's nicht. Ich habe keine Ahnung. Muss ich mich vielleicht vor der nächsten Session mal schlau machen? So, für uns heißt das jetzt auf jeden Fall, wir gehen wieder zurück in den Kristallwald. Und dann heißt es für uns durchrennen. Ja, dann rennen wir. Hoffentlich überleben wir das. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe jetzt schon Angst. Spinni, spinni, spinni. So, die haben wir weg. Meins. Ich finde das geil, dass wir mit einem Schlag tot sind. Ach ja. Halt, da kommt erst noch einer. Oh. Schlopp. Oh, der hat sogar was verloren. Mitternachtstein. Oh. Ach ja. Wow. Immer hast du das gesehen? Der hat einen Salto geschlagen. Ja. Immer wieder schön, wenn du sagst, durchrennen. Wo kommen die Spinnen jetzt schon wieder her? Wo kommen die jetzt weg? Ach, die sind bestimmt von oben runtergesprungen. Da, wo ich die sonst immer weggesnipert habe. Weißt du, was ich meine? Ja. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ich schluck mal eine Pulle. Lass mich in Ruhe! Ah. Oh. Der kommt hier hinterher. Ja, der soll ruhig hinterher kommen. Mir ist nur wichtig, dass ich da... Oh, nee! Ach, Mann! Diese Richtung, in die wir schlagen, das ist völlig für den Arsch. Wann macht er schon wieder? Das muss ich sagen, ist ja eine Waffe echt mies. Dieses mit der Richtung. Ich weiß, da kommen gleich zwei. Hallo? Nö. Kommen die nur, wenn wir da reingehen, oder? Wahrscheinlich. Scheiße, dann müssen wir das doch runterpullen. Weil nicht, dass wir die Spinnen und die Viecher gleichzeitig haben.
Guten Tag. Hallo, Freund. Komm doch mal runter. Einfach mal in den Kopf geschossen. Pass auf, ich fange gleich richtig an zu kotzen, wenn... wenn der Schlüssel jetzt gleich nicht passt. Ja. Aber sonst war hier auch keine Tür mehr, die noch nicht aufging, oder? Nö, ich glaube nicht. Obwohl doch eine war, gab's glaube ich noch. Aber die war glaube ich unten.